Hallo Leute, ich mache heute eine kleine Fahrradtour Richtung Frankreich und ich starte hier am Heidesee in Karlsruhe. Wenn ihr Lust habt, bleibt dran und ich jedenfalls habe so ein klitzekleines bisschen so ein Déjà-vu von 2017. Da war es nämlich auch Ende Februar, wo es bei so herrlichen warmen Temperaturen losging. Aber ich werde nicht über Nacht bleiben, sondern jetzt wieder zurückkommen heute. Und von daher werde ich also keine große Ausrüstung mithaben müssen. Bis dann, man sieht sich. Vorbei geht es jetzt an dem alten Flugplatz. Und besonders bemerkenswert finde ich, ist dort dieser Baum, der zeigt, dass hier Tiere sind, die ihn unten abfressen. Ganz feine Sache. Schönes Gelände, kann ich nur empfehlen, wenn man hier in der Nähe mal langkommt. Ich habe die Komoot mitlaufen und dann könnt ihr den Track euch angucken mit den einzelnen Bildern, die ich noch reingemacht habe. Also, bis dann. So, jetzt kommt ein bisschen unschöne Stelle. Und es ist halt so, damit man über die Rheinbrücke kommt und bei Hochwasser nicht die Fähre nehmen muss, weil die ist meistens gesperrt bei Hochwasser. Aber ja, nimm mal den Kauf. Aber zuerst geht's über die Alb. Übrigens ein sehr, sehr schöner Weg entlang der Alb da. Ein schöner Radweg also. Der kommt aus Philippsburg, 34 Kilometer, Leopoldshafen, 10 Kilometer. Und das ist jetzt die Rheinbrücke. Aber ich zeige euch die schöne Seite, runter zum Wasser. Einfach herrlich, den Blick bei diesem Wetter, wunderbar. Und auch sowas kommt mal vor, wenn man sich navigieren lässt. Eine kleine Baustelle, aber alles okay. Leute, Mittagszeit, ist schön ruhig hier, ab und zu hört man halt noch ein Frachtschiff da hinten vorbei schippern, aber so eine Radtour macht Spaß. Neuburg, dann geht es weiter über Berg nach Lautersburg. So, mein Ziel ist erreicht. Ich bin an der Grenze, hier fängt Lauterburg an. Und tschüss Leute.